Moinsen, heute komme ich mal mit etwas anderem um die Ecke und das Video ist auch sehr gefragt gewesen bei euch, denn ich habe ja vor kurzem den Buttkicker Gamer Plus getestet und das hat mich so sehr überzeugt, dass ich auch nochmal eine DIY-Variante ausprobieren wollte und habe mich da gleich mal reingestürzt und bin in ein Forum rein und habe mich ein bisschen belesen. Und dann bin ich losgezogen und habe mir einen Warenkorb gebaut und dann kam eins zum anderen. Und das möchte ich dir jetzt mal berichten, was da denn zustande gekommen ist. Also, lass uns loslegen. Wir fangen wie immer mit dem Wichtigsten an, denn die meisten Leute wollen nicht so lange warten oder gucken auch nicht bis zum Ende. Deswegen reden wir gleich mal über den Preis. Also ich habe mir jetzt 4 Buzzshaker an meinen Rig gebaut, zusätzlich zu meinem Buttkicker Gamer Plus und habe dafür unter 350 Euro bezahlt. Und jetzt denkst du dir so, der Butt Gamer Plus hat auch 359 Euro gekostet. Wie kannst du denn jetzt 4 Buzzshaker an der Rig haben und das ist günstiger? Das ist relativ simpel, denn du brauchst nur 4 Lautsprecher. 4-mal eine 3D gedruckte Halterung für die Lautsprecher, dass du das ans Rig anbauen kannst. Ein paar Meter Kabel für Lautsprecher. Dann brauchst du 2 Klinkekabel, die bei den Verstärkern aber mit dabei sind, in sehr kurz. 2 Verstärker und eine Soundkarte. Entweder eine externe oder eine interne. Externe sind relativ günstig. Also da müsst ihr auch nicht unbedingt sehr teuer einkaufen. Meine hat durchschnittlich 4 gekostet, weil ich manchmal bei einigen Produkten nicht so wirklich Vertrauen habe, dass die funktionieren. Aber meine funktioniert. Die ganze Teilliste findest du unten in der Videobeschreibung. Ich möchte extra noch mal ganz kurz darauf hinweisen, es handelt sich hier um Reflinks. Das heißt, wenn du es über Amazon kaufen solltest, bekomme ich da noch ein bisschen was von ab. Lass uns doch mal ganz kurz gucken, wie das gemountet ist und wie das alles verkabelt ist. Dazu nehmen wir mal die Handkamera und gehen mal rüber zum Rig. Und dann zeige ich dir das und erkläre dir das mal. Wenn wir jetzt hier mal am Rig auf Tauchstation gehen, dann siehst du hier unten eine 3D gedruckte Halterung und einen Lautsprecher, der an das Rig angeschraubt ist. Das siehst du hier auf der Seite auch. Ist genau dasselbe Prinzip. Hier kommen die Lautsprecherkabel raus, hier kommen sie da raus und die werden dann hier unten, wie du sehen kannst, lang geführt unter dem Rig und kommen dann nach vorne. Wenn wir uns jetzt die vorderen mal anschauen, dann siehst du, dass hier einer dran ist, genau dasselbe Prinzip und hier auf der Seite ist auch einer dran. Und wie funktioniert das jetzt? Du siehst jetzt hier unten 2 schwarz-silberne Geräte. Das sind Verstärker für die Lautsprecher. Da siehst du ja, kommen hier 2 Kabel an und hinten kommen auch 2 Kabel an. Dieses hier vorne, dieses Gerät ist für die hinteren und dieses Gerät ist für die vorderen. Da siehst du jetzt die Lautsprecherkabel, die da ankommen und die sind verkabelt, rot zu rot, schwarz zu schwarz. Dann siehst du hier vorne 2 Klinkestecker, die gehen da oben in die Soundkarte rein. Das hier steckt in dem Rear-Eingang und das in dem normalen Eingang für den Ton. Und dann ist das Ganze über USB an den Rechner angeschlossen. Die beiden Verstärker haben noch Strom und dann bist du damit eigentlich schon fertig. Das kannst du skalieren, wie du möchtest, weil du hättest hier noch einen Subwoofer, die Möglichkeit. Und dann gibt es noch einen weiteren Channel. Also du kannst hier theoretisch, wenn du möchtest, auch noch mehr ranbauen an diese Soundkarte. Wenn du das jetzt alles gemacht hast, dann bist du eigentlich ready to go. Und wir gehen jetzt kurz mal an den Computer und ich zeige dir das, was du am Computer machen musst, dass du das Ding zum Laufen kriegst oder die Dinger zum Laufen kriegst. So, ich habe jetzt hier alles angebaut und wir können jetzt loslegen. Bist du bereit? Geht ab jetzt. Wenn du also in Windows bist, wird dir deine USB-Soundkarte hier angezeigt mit einem anderen Namen als DIY Buttkicker. Ich habe den jetzt DIY Buttkicker genannt, was ich dir auch empfehlen würde, weil es die ganze Sache einfacher machen wird in SimHub. Du kannst dir hier nochmal ein Symbol dafür aussuchen, dann kannst du das hier bestätigen. Drückst hier auf Konfigurieren, stellst das auf ein 5.1 Surround-System, drückst auf Weiter, sagst, du möchtest das seitliche Paar mit drin haben, möchtest dann vorne links und die Surround-Lautsprecher haben, drückst auf Weiter, drückst auf Fertigstellen und dann ist das Ganze schon da und wir treffen uns jetzt in SimHub. Denn in SimHub wird das Ganze dir hier nochmal angezeigt. Wie du siehst, habe ich jetzt meinen Buttkicker Plus hier dran und meinen DIY Buttkicker, der mir auch angezeigt wird.
Wenn wir jetzt hier reingehen, kannst du wieder wie bei dem Buttkicker selber deine ganzen Channel einstellen. Ich habe das jetzt hier schon mal gemacht. Ich habe das ganze Ding gecleared am Anfang, so dass nichts drin ist. Dann bin ich hier die ganzen Channel durchgegangen und habe die getestet, habe geguckt, welcher das ist. Also wenn ich jetzt hier vorne links mal drücke, dann vibriert er vorne links, vorne rechts. Habe ich das Ganze jetzt auch. Dann habe ich hinten die beiden und dann ist das Ding eigentlich geritzt. Dann kannst du dir hier deine Effekte einstellen, wie du möchtest. Hier siehst du ja vorne links beispielsweise, solltest du mit vorne links kombinieren und so weiter. Bei ABS und Traktionskontrolle, also bei einigen Effekten, ist das jetzt nicht wirklich sehr wichtig. Aber hier trotzdem Augen auf beim Eierkauf, nicht, dass du das nachher falsch rumspürst. Wenn du das Ganze dann gemacht hast, kannst du hier bei den Effekten reingehen. Das sind hier meine Effekte, die ich eingestellt habe. Also ich habe ABS, Engine Vibration habe ich an, Gear Shift, Road Vibration, TC, Wheels Lock und Wheels Lip. Die Einstellung kannst du gerne, wenn du möchtest, so übernehmen. Die sind für mich so funktionsfähig. Falls du für mich aber auch noch einen Tipp hast, wie ich noch mehr da rausholen könnte, lass mich das doch gerne wissen, weil ich habe damit auch erst gerade angefangen und kratze nur etwas an der Oberfläche und habe das so eingerichtet, wie ich das bis dato sehr schön finde. Und dann kannst du das hier auch alles gerne noch mal testen, wenn du das möchtest, und kannst das hier loslegen lassen und dann bist du eigentlich ready to go. Und wir gehen jetzt mal eine Runde fahren. Let's go. So, wir sind im Auto angekommen. Wir sitzen im Trusty BMW und fahren eine Runde Le Mans. Ich schmeiß mal die Karre an und versuche dir mal zu beschreiben, was hier passiert. Also ich lasse den Motor an und ich merke den Anlasser in meinem Sitz. Also du merkst halt dieses und wenn der Motor da ist, dann vibriert es halt. Also dieses Anfangsgeräusch oder dieses Anfangsvibrieren wird dir mitgegeben. Und wenn der Motor läuft, hast du die Vibration unter dem Hintern. Wenn ich jetzt Gas gebe, merke ich auch die Motorumdrehung, also dass es mehr wird, oder wenn ich jetzt ganz oben angekommen bin, merke ich das auch sehr extrem. Als kleines Beispiel, wenn ich jetzt mal die Kupplung trete und volle Pulle Gas gebe, den ersten Gang einlege und dann loslasse, drehen ja die Reifen durch. Und mir wird auf den hinteren Buttkickern hinten rechts und links durchgegeben, dass meine Reifen rotieren und gerade keinen Grip haben, was ich sehr schön finde. Wenn ich jetzt mal hier weiterfahre, dann kann ich hier alle Curbs spüren, ich kann das Schalten kann ich spüren, ich kann das Bremsen kann ich merken, wenn meine Reifen blockieren sollten, wenn ich ins ABS komme. Und wenn ich jetzt hier einfach mal eine Runde weiterfahre, kannst du hier sowohl auf der rechten Seite, vorne rechts alles spüren, dass die Reifen dort auf den Curbs unterwegs sind. Ich kann die Unebenheiten der Straßen hier spüren. Wenn ich jetzt hier vorne durch die schnelle Kurve durchfahre, kann ich sogar spüren, dass das Auto gerade sehr am Limit arbeitet. Also es gibt hier so diese Vibration, wie er das Auto richtig schön nach drüben schiebt. Und wenn wir jetzt hier mal einfach weiterfahren und auf der Geraden mal volle Pulle in die Bremse treten, dann wirst du auch sehr schnell spüren, dass das ABS dir eine Meldung gibt. Du, dein ABS ist an. Weil nämlich das ganze Rig fängt an zu... Also du kannst halt wirklich merken, dass das Reifen steht, lose, steht lose. Und das geben dir die Buttkicker in dem Moment dann auch wieder. Was ein sehr schönes Gefühl ist, weil am Anfang, als ich mit iRacing angefangen habe und es diesen ja nicht funktionsfähige ABS gibt, dass die Reifen dabei zu heiß werden, wenn das ABS reinkickt, ist man ja gewillt, sage ich mal, 75% zu bremsen. Und hier hast du halt einfach die Möglichkeit, das zu spüren, wann dein ABS angeht. Das heißt, du musst deine Bremse nicht auf 75% limitieren und kannst sozusagen durch das Feedback der Bassshaker einfach mitbekommen, wann es soweit ist, dass dein ABS angeht, und dann leicht von der Bremse runtergehen. Ansonsten muss ich wirklich gestehen, ist das hier eine absolute Sensation, und es hat mir persönlich auch geholfen, das Auto noch mehr am Limit zu fahren, als ich es vorher gefahren bin, weil mir das Auto noch viel, viel mehr Feedback gibt, als dass ich das vorher nur in der Wheelbase gespürt habe. So kriege ich zum Beispiel mit, dass das Auto halt am Rutschen ist und vielleicht woanders hin möchte. Ich merke, kurz bevor es ausbricht, kann ich spüren, dass das Auto weg möchte. Und ich finde das persönlich, wenn man nicht unbedingt das Geld übrig hat, also 3.000 Euro für DIY oder 6.000, 7.000 Euro für Motion, ist das hier für einen, ich sag mal, schmalen Taler, die es jetzt hier kostet, also es ist immer noch viel Geld, davon müssen wir jetzt nicht sprechen, aber im Vergleich zu 7.000, 8.000 Euro
das hier zu haben, ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Und ist dann auch ein bisschen weniger Geld im Vergleich. Was ich jetzt gerne mal machen wollen würde, ist das Auto hier kurz hinstellen und mein Mikrofon direkt unten hinlegen zwischen alle Bassshaker, sodass du dir mal ein Bild machen kannst, wie laut das denn jetzt wirklich ist. So, das war der Geräuschtest. Jetzt hast du ungefähr mal gemerkt, wie laut das ist. Bei mir muss ich dazu sagen, als du das gehört hast, vielleicht hast du das an der einen oder anderen Stelle mal raushören können, meine vorderen beiden haben irgendwo noch eine ganz leichte Vibration drin und irgendwas Kleines bewegt sich da noch. Ich muss noch ein bisschen gucken, was es ist. Das ist mir jetzt gerade auch erst aufgefallen, weil ich sonst normalerweise mit Kopfhörer fahre und da drinnen kriege ich es nicht mit. Aber falls mal jemand im Raum sitzt, wäre das schon ganz schön, wenn das nicht da ist. Ansonsten kleiner Hinweis noch. Sowas hier macht richtig viel Geräusche. Also falls ihr das ordentlich aufdreht, den Apparat, denkt dran, das macht hier auch Geräusche, weil sich das halt natürlich auch alles bewegt und das ganze Rig natürlich auch vibriert. Lasst uns mal zu dem Positiven und Negativen kommen und dem Fazit. Also raus aus dem Rig, wir sehen uns gleich drüben wieder. Kommen wir mal zu den positiven Dingen der Bassshaker. Definitiv für mich ein positiver Aspekt ist der Preis. Denn wir reden hier von 350 Euro für 4 Bassshaker im Gegensatz zum Buttkicker für 359 Euro für einen. Du findest übrigens alle Teile unten in der Videobeschreibung und kannst sie bestellen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, alles was du bei Amazon bestellst ist ein Reflink. Das heißt, wenn du darüber einkaufen solltest, unterstützt du mich auch gleichzeitig noch damit. Des Weiteren finde ich sehr, sehr positiv, dass es mittlerweile eine sehr große Range gibt an DIY-Projekten, die du dir erstellen kannst. Du findest auch in der Videobeschreibung dazu einen Link, den du dir ansehen kannst, wo du feststellen wirst, dass es dort eine ewig große Auswahl gibt an Lautsprechern, die du benutzen kannst, Umsetzung für Entkopplungen, alles mögliche Zeug, wo Menschen über die letzten Jahre sich ausgetobt haben, ausprobiert haben und sehr gute Lösungen gefunden haben. Was wäre denn jetzt negativ? Also, wenn man das wirklich auf ganz hohem Niveau ansprechen möchte, wäre das Einzige, was negativ wäre, die Bastelei. Und die Bastelei sind einfach nur Schrauben zusammendrehen mit einem Schraubenzieher und einem Maulschlüssel, das zusammenbasteln, dir die Kabel zu nehmen, die abzuisolieren, dort reinzustecken, zu verlegen und dann ist das fertig. Also falls du keine Lust haben solltest auf Basteln, was wirklich nicht kompliziert ist, und ich denke, das wirst du da draußen hinkriegen, mit ganz einfachem Werkzeug, dann sind die DIY-Sachen sehr, sehr gut, aber das wäre auch der einzige Negativpunkt, den es dabei gibt. Denn vom Feedback her und von der Qualität des Feedbacks her steht das dem Ganzen einfach nichts nach, im Gegensatz zu den fertigen Buttkickern, die du dort kaufen kannst. Also overall, wenn wir jetzt mal ins Fazit reingehen, sind die Dinger einfach der Burner. Die holen mich wirklich ab und ich sag dir, wie es ist. Wenn du die einmal an deinem Rig dran hattest und sie vernünftig konfiguriert hast, wirst du wahrscheinlich nie wieder ohne Bassshaker fahren können. Denn es ist einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung, in deinem Rig drin zu sitzen und nochmal extra Feedback zu spüren vom Auto. Lass mich doch mal wissen, ob das was für dich wäre, ob du es schon mal ausprobiert hast und ob du vielleicht unten an deinem Rig schon solche Geräte dran gemacht hast. Denn mich würde mal interessieren, wie viele Leute von euch das schon mal ausprobiert haben. Wenn du das getan hast, kannst du nochmal ein Däumchen raufhauen, hoch oder runter, je nachdem, wie es dir gefallen hat. Und lass mir mal Feedback zum Video da, ob dir was gefehlt hat, ob vielleicht noch etwas besser sein könnte. Und dann teilst du das Ganze noch mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Pflanzen. Und heute die Aufgabe nach dem Video, schnapp dir eine Gabel, halt sie vom Monitor und zeig der Gabel mal dieses Video und lass mich wissen, ob sie noch gerade ist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke dir, dass du das angeguckt hast. Bis denn, Dansen. Tschüss.